Mangelhafte Arbeitsbedingungen, Personalabbau, Unpünktlichkeit. Die Deutsche Post steht immer wieder in der Kritik. Janine Wissler, Parteivorsitzende der Linken, fordert nun eine Verstaatlichung der Post. Sie sehe ein Problem, wenn im gleichen Jahr, in dem die Deutsche Post ein Rekordergebnis von 8,4 Milliarden Euro Gewinn macht, es auch besonders viele Beschwerden gibt über unpünktliche Zustellung, so die Tagesschau. Eine Post in öffentlicher Hand wäre gut für die Beschäftigten. Es wäre auch gut für uns alle, damit es nicht immer weiter Portoerhöhungen gibt und wir dafür bezahlen, dass andere gut verdienen, nämlich die Aktionäre, so Wissler zu ihrer Forderung. Als staatliches Unternehmen müsste die Post keine hohen Gewinne erzielen, sondern könnte sich darauf konzentrieren, gute Dienstleistungen anzubieten und natürlich seine Beschäftigten gut zu bezahlen, so Wissler laut Tagesschau. Für Klaus Gettwart vom Postverband DVPT ist die Verstaatlichung indes keine Lösung. Er glaube, dass eine Verstaatlichung nur ein riesiger Organisationsaufwand wäre und sogar Vorhaben verzögern würde, die die Post in Angriff nehmen müsste, und spricht sich stattdessen für ein neues Postgesetz aus, so die Tagesschau.